Dann weiß ich tatsächlich nicht, woran es liegt. So, hoppa, der Hund. Alter Reißzahn. Mit einer Wahrscheinlichkeit behaftet. Ja, ich glaube, bei einer großen Gruppe ist das auch noch viel, viel sinnvoller als bei kleinen Gruppen. Aber ja. Besser eine Wahrscheinlichkeit haben und es kann passieren, als nicht. Guck mal hinter dich, mein Freund. Da sterben gerade deine eigenen Leute. Nehmen wir mal alles mit. Zack, zack. Eisenbeil, hab ich schon. Oh Mann, oh Mann. Die hacken da nur rum. Bisschen wie Cupido, ne? Nur in richtig hässlich. Au! Au, 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 au. Fliegende Gegner sind ja mal richtig nervige Drecksdinger. Fuck. Jetzt aber. Jetzt habe ich alle Flaschen bei dem Drecksding verloren. Hallöchen. Oh Mann, oh Mann. Okay, also da geht's zu dem Feuer, wo wir nicht hin sollen. Wollen, wie auch immer. Irgendwas ist jetzt gestorben. Ich weiß nur nicht was.
Boah, ist das ein hässliches Ding. Da ist schon ein bisschen Blut auf der Treppe. Ein bisschen. Nicht viel. Gar nicht viel. There's a face I've not seen before. I'm Edgar, warden of this castle, as ordained by Lord Godrick himself. But you can see how things. Ah ja, Godrick hat nicht mehr so viel zu kamellen. The menials have all rebelled. They gave me good service, or so I thought. But it seems it was all an act. Foul creatures, as it said, and true enough, they're foul inside and out. I'm sorry to disappoint you, but whatever you come here to do, I'm afraid Castle Morn won't hold much longer. Take this, by way of apology. Opfer 2. Überlegt euch das mal. Ihr kommt in eine Burg rein, so als Wildfremder, und der Burgherr sitzt vor euch und sagt, es tut mir leid, dass ihr jetzt gerade hier seid. Wir gehen gerade unter, hier habt ihr ein Geschenk. Hä? Warum? I see. From Arena. Thank you. I'm in your debt. But I can't leave yet. Even if the castle should fall, as commander, I must remain to ensure the treasured sword of Morn does not fall. Darf ich das Schwert haben? If you see Arena, her father will come for her once he's fulfilled his duty. Ist ein beliebter Ort bei Touristen. Ich hätte gern das Schwert von Morn. So, und jetzt gehen wir hier runter. Im Innenhof haben wir zwar auf jeden Fall noch einen großen Gegner. Aber es kann natürlich auch sein, dass er das Schwert hat. Da ist so ein Gitter. Wo geht's hier hin? Okay, wir haben wieder zwei Wege. Ich hätte jetzt definitiv damit gerechnet zu sterben. Definitiv. Helft mir, ich bin von adeliger Abstammung. Mich diese scheußlichen Halbhunde fressen, bin ich für immer gezahlt. Es greift uns der Blob an. Alles so, dass ich bitte denkt nur, was für eine Schande das wäre. Ja, aber wie? Wie soll ich dir denn helfen? Ich bin doch getötet. Muss ich hier alle auf der Mauer töten? Vielleicht muss ich alle auf der Mauer hier töten. Komm schon. Haben wir. Was da für ein riesen Grabstein oder was das ist auf dem
Inselchen ist. Okay, mal kurz gucken. Reicht ihm das? Nö. Nö, nö, nö. Das heißt, wir müssen die auch noch töten. Da geht's auf dem Dach. Zack. Not bad, not bad. Gibt's hier eigentlich Mimics? Doppelklingeln-Talisman. Verbessert den finalen Angriff von Angriffsketten. Ah ja. Was? Okay, so, wir haben jetzt alle hier auf dem Mäuerchen besiegt. Mal gucken, ob das dem Adligen reicht. Sonst würde ich nur vermuten, wir müssen alle töten. Ja, dann. Keine Ahnung, was der möchte. Da geht's runter. Befleckte goldene Sonnenblume. Also es ist, ich weiß nicht, ob es ein gutes Zeichen ist, wenn wir Flaschenaufladung bekommen. Bitte was? Ich habe schon wieder die Sprungtaste von Dark Souls gedrückt. Und die hatten Glück, dass das auch ohne diese Taste geht. Achtung, schöner Ausblick und dann, es werde Fernkampf. Oh, nicht Fernkampf. Ich hab keinen Fernkampf. Okay. Möge das Schleichen beginnen. Moment, wir haben jetzt 4 Ratten besiegt und das Vieh interessiert sich nicht mehr für uns. Warum? Peitsche. Eine Peitsche ist auch cool. So ein doppelter Peitschenrun.
Dann double rippt man hier durch die Gegend. Sehr gut. Ja, sehr gut, sehr gut. Das bedeutet auf jeden Fall schon mal, wir wissen, wir müssen nicht nochmal hier runterklettern. Ich habe eine Nebelwand gespottet. Wurfdolche. Ich glaube, wenn wir das Spiel durchgespielt haben, habe ich mehr Wurfdolche, als ich jemals im Leben brauchen werde. Und Glitschmiedenstein. Solange man die nicht angreift, interessieren die sich auch nicht für einen. Das ist ein Vorteil. Wie viele Flaschen hast du aktuell, Axel? Würde mich nur mal interessieren, was so ein realistischer Wert ist irgendwann. Okay, Krabben. Mr. Krabs, ganz viele Mr. Krabs. Wow! Wow, wow, wow. Neun auf vier plus. Also neun insgesamt. Brandpfeile. Okay, Brandpfeile im Wasser finden ist schon interessant. Bin aber auch nicht so viel weiter als du. Ich finde das immer, also die Aussage finde ich immer noch interessant. Das heißt, entweder habe ich so viel verpasst auf der Insel bis jetzt. Oder du spielst einfach sehr, sehr entspannt. Okay, yippie-yay, Schweinebacke. Ich habe keine Ahnung, was auf uns wartet. Löwenartiges Scheusal. Was ein Name ist das denn? Okay. Freunde, ich glaube, das Ausweichen fällt mir immer einfacher. Großschwert der Verpflanzung. Das ist ein Schwert, von dem ich gelesen habe. Das ist ein Schwert, von dem ich gelesen habe. Und das ist ein Schwert, was wir auf jeden Fall nutzen werden, wenn ich mal Stärke 40 habe. Ich habe nur keine Ahnung, ob ich das Dual-Wielden kann, weil da brauche ich ja das anderthalbfache der Stats. Das wäre 60. Also ich weiß nicht, ob einer von euch mal rausfinden möchte, ob wir wirklich anderthalbfache Stat-Werte brauchen zum Dual-Wielden. Weil wenn das so ist, dann schwierig. War das jetzt der Effekt der Waffe? Racheschwur, ja.
Versuche jetzt zwei in die Hand zu nehmen. Ja, habe ich ja. Das Problem ist, das hier ist ein Riesenschwert und das andere sind zwei Krummschwerter. Deswegen funktioniert Dual Wielding nicht, weil das verschiedene Waffen sind. Also es kann natürlich sein, dass du, keine Ahnung, dass du ein Großschwert und ein Krummes. Siehst du, das geht zum Beispiel auch nicht. Ja, also Dagger geht. Ach, schon geil. Also das mit Blutung. Premium. So, gerade Schwert. Ja. Hier Power Stance, genau. Nein, Akutenshi, ich hab ja... Ich nutze doch L1. Das Problem ist, ich habe ja nicht den Waffenstat. Also ich kann die Waffe ja noch nicht nutzen richtig, deswegen macht er das nicht wahrscheinlich. Also bei mir macht das nicht. Er macht es vielleicht, Moment. Er könnte es machen, wenn ich... Habe ich denn was? Nö. Der hat Großschwerter, aber... Also nicht das Schwert, aber das anderthalbfache brauchst du. Ja, brauchst du, glaube ich, nicht. Ja, ich hoffe nicht, dass wir das brauchen, weil das wäre Killer. Für die Idee wäre das ein Killer. Genau, ich brauche noch ein Ultra-Gate-Sword. Korrekt. Das meinte ich ja. Das lag am Waffentyp. Dass das nicht geht. Naja, aber die Regeln bei dem anderen, das ist ja die Frage. Wenn du mal schaust, ich habe ja das anderthalbfache der Stats, die ich brauche. Nee, habe ich gar nicht. Bullshit, ich habe nichts gesagt. Das anderthalbfache von 16 ist nämlich nicht 3, ist nicht 20. Da muss man nicht mal rechnen können. Ist das eine Waffe? Wessen Grab ist das, Freunde? Junge, Junge, Junge. Oder wenn es ein Grab ist, das weiß ich natürlich nicht. Aber war das jetzt... War das jetzt Schloss Morn? Wir haben noch die Quest. Wir können zu der gehen. Wir haben im Innenhof noch den komischen Top-Ritter da. Ach so, das war das. Und der Pfeil zeigt immer noch hierhin. Wir können noch mal mit dem Adligen reden. Zeig doch auch noch mal auf. Zeig doch auch noch auf Stormwell Castle. Nein, nein, ich weiß, dass das noch da drauf zeigt. Aber die Frage ist jetzt, warum zeigt es noch da drauf? Gab's? Ihr habt doch irgendwas gesagt, dass man raus. Kann man noch mal nachlesen, was man für die Quest machen muss? Ach, das war das. Geht beim Tod anstelle von Runen verloren. Naja.
Boss besiegen, dann wieder zum Kommandanten und dann zur Frau. Dieser Raum sieht immer noch fancy aus. Die Frage ist... Nein, nicht Nachrichten. 11.800 und bla. Kriegen wir das hin? Das kriegen wir hin. Dann haben wir noch ein Level. Inventar. Anführer ist tot und hört er frei. Ach, das war der Anführer. Das weiß ich ja nicht. Ob das der Anführer war, das war mir nicht bewusst. Okay, wir brauchen noch 8 Level. 8 Level, um das Schwert zumindest effizient zu nutzen. Und dann noch ein zweites. Alle poppen? Ja, nö. Nicht wenn ich es nicht brauche. Das wäre nur Verschwendung. Vor allem bei meinem Glück zu sterben. Ne, Level sind keine Verschwendung, aber ich werde nicht genug haben, um zu leveln. Ich hasse Hunde, ich hasse Hunde. Nicht in echt, aber hier die. Ich frage mich ja, ist das da wirklich ein... Davon ein Gegner. Refugiumstein, okay. Also eine Kaffeebohne. Miedestein. Hier ist eine gigantische Leiter. Hallo, hallo. Hallo, Traumwolke. Wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Herzlich willkommen zu... Ja, oben ohne in Elden Ring. Die Familienunterhaltung. Bin mal weg, frohes Monsterkloppen noch. Alles klar, Martin, heute bist du aber früh weg. Das ist ein Dual Claw, Mensch. Oder ein Dual Claw, ja. Gerade erst aufgestanden. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht, dass du die ganze Zeit, dass du bis jetzt geschlafen hast? Ach, komm schon. Jetzt fängt das wieder an. Kommst du runter? Und slump. So, mein Freund, ich habe jemand besiegt. I'm in your debt for keeping the sword from those fallen creatures. I'm no longer bound by duty. On site. Rescued Arena, I will spend my remaining days with her. Thanks to you, and devote my Arena has a... I only hope it remains intact. Das hoffe ich auch. Thanks to you, and devote my Arena has a...
von 6:45 bis 15:15 gearbeitet, war um 16 Uhr zu Hause und hab gepennt. Ein kaputtes Bein lässt mich humpeln und das strengt leider an. Okay. Ja, ist ja auch nicht verwerflich. Hätte ja auch sein können, dass du, keine Ahnung, Nachtschicht hattest oder wie auch immer. Und so ein bisschen kaputte Zeit. Ich wollte fast Rechnung sagen. Einfach ein kaputtes Zeitgefühl im Kopf. Ist ja auch nicht unbedingt ungewöhnlich. Man könnte ja eigentlich meinen, solange wie ich hier meistens streame, könnte ich eine Nachtschicht gut vertragen. Aber ich weiß nicht, ob ich da Lust zu hätte. Wo saß die olle Tippel denn? An der Brücke? War die so weit? War die noch vor der Brücke? Nee, die war nach der Brücke direkt, ne? Ja? Saß die nicht hier irgendwo? Sie ist tot. Oh Mann, sie ist tot. Greener. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. I chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has happened. Oh Mann. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. I'll find the foul. I'll hunt them down. Rest assured. Sie ist tot. Ja, das ist richtig. I'll find the foul. I'll hunt them down. And okay. Aber der Pfeil zeigt immer noch dahin. Hä? Muss ich jetzt wieder dahin gehen? Hm. Baumarkt Einzelhandel kennt nur selten Nachtschicht. Das stimmt. Und, da siehst du mal, wie vergesslich ich bin. Dass mir das nicht eingefallen ist. Wir hatten uns darüber unterhalten. Über blöde Fragen in Baumärkten. Ich. Jetzt vielleicht? Nö. Ich glaube, ich werde mal alle Stories von Kollegen und mir sammeln und aufschreiben. Spiegel. Ja, also. Wenn man wirklich effektiv überlegt, Menschen sind schon komische Lebewesen, ne? Also, das kann man auch nicht schönreden. Aber warum zeigt denn der goldene Strahl immer noch hier hin? Was zum Kuckuck fehlt? Rennt er jetzt hier rum und schlachtet alles ab oder wie sieht das aus? Menschen sind dumm. Ja. Also meine Aussage ist immer, ich möchte Dumme nicht beleidigen, deswegen sage ich, viele Menschen sind sehr einfach. Und bei denen gibt es welche, die leider nichts dafür können, weil sie vielleicht einfach ein bisschen eingeschränkt sind. Und es gibt die, die einfach nur scheiße sind.
Ja, aber warum verschwindet der nicht? Ich dachte, das ist wie so ein, keine Ahnung, wie so ein Questmarker. Weil der goldene Pfeil hier oben... Ne, der ist ja auch nicht verschwunden. Der ist ja auch noch da. Ich habe nichts gesagt. Okay. Dann verschwindet der nicht. Das ist aber nicht ganz geschickt gemacht. Weil du wirklich nie weißt, ob du fertig bist. Young apprentice, you are a tadpole when it comes to magic. So, to become a sword now. Nope. Ich nutze keine Magie, ich brauche keine Magie. Dankeschön, wiedersehen. Er ist schon jemals mit dem Souls fertig gewesen. Touché, das ist richtig. Niemand. Souls-Spiele kann man nicht durchspielen. Jetzt ist die Frage, wenn ich dann nochmal alle besiege, ist da dann ein Item drin? Wieder. Kommst du mal von deinem Pferd runter, mein Freund? Adligen Panzerbrecher? Name ist cool. Whee! Und bevor jetzt einer sich wieder beschwert, dass sein innerer Monk ausrastet, ich werde hier kurz alles aufsammeln. Einen kleinen und feinen Unterschied zwischen will zu sein und sehe nicht ein, warum das eine Kackidee ist und ich verstehe das nicht so ganz. Erklär mir das mal. Ja. Definitiv. Das eine ist einfach Unwissenheit, aber Lernbereitschaft. Und das andere ist bescheuert. Oder diese Aussage, das haben wir früher immer so gemacht. Ja, das heißt nicht, dass früher besser war oder früher richtig. Das heißt ja eigentlich nur, dass du es früher immer so gemacht hast. Kannst du jetzt mal... Mann. Der hat aber auch eine lange Leitung. Komm her. Zack. Yep. Das hätten wir. Jetzt schauen wir mal, was in der Kiste ist. Gar nichts, okay. Es ist immer der gleiche Wagen. Zumindest der hier ist immer der gleiche Wagen. Das kann ich mir jetzt einfach merken. Aber wie geht's dir ansonsten so, Traumwolke? Ich denke mal, du bist jetzt ausgeschlafen und fit. Außer dem Hinkebein alles gut. Ja gut. Das Hinkebein, ich hoffe, das löst sich irgendwann. Sei es durch Behandlung oder je nachdem, was es natürlich ist. Und die Antwort darauf ist, das haben wir immer so gemacht, ist ein... Früher, also ganz früher, hatten auch Menschen an Götter geopfert. Ja, ist wahr. Hat man früher auch gemacht. Hat man irgendwann gemerkt, ist eine doofe Idee. Deswegen hat es aufgehört. So, hier fielen ja die Toten von der Decke. Muskelkater im richtig bösen Ausmaß. Wovon? Also, vom Sport oder bist du, weiß ich nicht, gelaufen gekommen?
Warum ist mein Pferd ab hier verboten? Ach doch, ja, warte. Hier bin ich doch weggerannt beim letzten Mal. Tschüss, blutiger Finger. Schön, dich kennengelernt zu haben. Who the heck is talking? Ist das eine Waffe? Auch ein Dolch. Arkan 13. Kann nicht garantieren, dass wir bis zum Ende so große Waffen rumschleppen. Gibt so viele interessant aussehende und benannte Waffen. Ich weiß auch nicht, ich habe das Archiv auf der Arbeit aufgeräumt. Ich musste mehrfach die Hühnerleiterartig Treppen nehmen. Warum es das linke ist und das... Na gut, vielleicht hast du eher auf dem linken gestanden die meiste Zeit. Könnte ich mir zumindest vorstellen, dass das ein Grund sein kann. War das so eine... Ach, auf dem Boden, jetzt sehe ich sie. Stehen die immer wieder auf? Nee, da kamen einfach nur so viele. Bin aber, was Treppmann geht, sehr wackelig. Stichwort Höhenangst. Ja, das kann natürlich auch noch sein, dass du dann ohnehin ein bisschen wackelig auf der Leiter stehst. Und dann hast du andere Anspannungen und so. Ja. Dann hoffe ich, dass das schnell weggeht. Pilz. Wow. Wow, wow, wow. Ein Pilz. Das war die Höhle. Wir hier nicht schon? Well, well, well. Thought you'd just help yourself to a man's personal belongings, huh? You scheming little thief. Ach da, oh, wer ist das denn? Patches. Dark Souls Manier, wie süß ist das denn? Hallo Patches. Ich weiß, wer du bist. Nix White Flag. Patches klang, Perle. Per plus 7. Lederrüstung. Lederhandschuh. Lederstiefel. Goldene Rune. Ha. Da haben sie sich aber was Interessantes ausgesucht, um aus den Dark Souls Spielen mitzunehmen. Ich weiß, was passiert wäre. Der hätte die weiße Flagge gehoben und hätte um Frieden gerufen und hätte dann wahrscheinlich irgendeinen Angriff gemacht oder so, der Drecksack. Da ist noch eine Höhle.
Oder einfach nur Durchgang. Du schon wieder. Ihnen bleibt allein der Wahnsinn. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Beyond the Alps we will meet again. Okay. Let's go. Da vorne sitzt nämlich jemand. Ne, da sitzt keiner, das ist eine Leiche. Giftblüte. Dass man die mal zweimal hauen muss. Noch ein Riesenschwert zum Kauf gefunden, okay. Das wird aber von den Stats auch noch ein bisschen über meiner Kategorie sein. Es ist aber nicht ein Riesenschwert, es ist ein Ultra-Riesenschwert. Akutenshi. Das sind doch die Ultraschwerter, nicht die normalen. Ich will mal raus, mach mir jetzt auf dem Sofa gemütlich. Ist ja nicht so, als hätte ich... Das die letzten Tage während meiner Quarantäne oft genug gemacht. Alles klar, Sonny Mobs. Vielen Dank fürs, ja, fürs Rumlurken. Ne? Und ich wünsche dir einen schönen Abend am Sofa. Wie ein Riesenschwert, so wie dieses Verpflanzen. Okay. Ja, wir können mal gucken. Ich meine aber auch, dass ich das bei irgendeinem Händler gesehen habe. Ob wir gegen ein Vieh wie dieses hier kämpfen? Wer weiß, wer weiß. Drecksack. Komm da runter. Drecksack. Ih, guck mal, wie das aussieht. Ah, ah. Ah, Piercing. Ah. Das ist doch eine Falle. Die Viecher sind viel zu schnell für meine Angriffe. Zack. Wurzelhart. Was macht das jetzt? Irgendwo hat sich eine schwere Tür geöffnet. Das klingt auch so.
Ich gehe mal nicht über diese offensichtlich großen Fallplatten. Mann, 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 Mann. Geisterlilie. Okay, diese Mini-Dungeons sind tatsächlich nicht sehr groß. Grabhüter, du Land. Wow, wow, wow. Hat sowas von God of War gerade. Zicke, zacke, zicke, zacke. Hoi, hoi, hoi. Streithammer. Okay, Stoßschwert ist das, der Panzerbrecher. Hammer. Kriegshammer. C-Stärke, E-Geschicklichkeit. Mhm. Ansonsten... Das nicht. Das nicht. Haben wir wieder so ein komisches Wurzelparadies. Und eine einzelne Kerze. Den habe ich noch nicht getroffen, den komischen Zippelmann hier. Keine Ahnung, wo der ist. So, Status. 12.348. Was ist das hier überhaupt eigentlich? Sag mit der mein was mit menschlicher Stimme danke, Kit. Ah, das reicht wieder nicht. Das reicht nicht. Was wir aber machen könnten. Zur Tafelrunde gehen. Zu den Grabbelfingern. Das war hier lang. Da ist die Grabbelfinger-Dame. Ich kann die Waffe auch nicht richtig benutzen, Akutenshi, weil dafür brauche ich 16 Glaube. Ich habe nur 10. Ne? Und die Großaxt kann ich definitiv nicht benutzen. Also noch nicht oder wie auch immer. Die könnte aber cool sein. Die könnte cool sein, ja? So, Freunde. Haben wir hier unten jetzt mehr oder weniger. Also ich bin hier die Insel lang gegangen. Hab die Dinge alle erkundet. Turm der Rückkehr nach ganz oben habe ich genommen.
Wir haben vielleicht noch irgendwas vergessen hier, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Nach rechts gehen wir noch nicht. Hier oben waren wir. Darüber kam ich nicht. Zumindest nicht in einer Art und Weise, die ich gesehen hätte. Wir könnten jetzt mal hinter der Seeklippe weiter wandern. Die Frage ist tatsächlich, kann man das mit Krallen dual-wheelen, ne? Weil von dem, was ich gesehen habe, geht es nicht so einfach. Good to see you, Master. Do you remember me? Bock, der Halbmann. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, Master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would Ist jetzt nicht. Rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and well, I am your personal seamster after all. Oh, going so soon. Hello? Is someone there? My name is Hayata, and I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shabriri grapes in your possession to me? Shabas Shabriri? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. Wo ich bin? But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, die ist zum Fingern da. Ne, hat sie gerade selber gesagt. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Du hast ein Item für die. You are most kind. May the blessing of the finger. Ja, die Trauben. Damit die Fingerdame glücklich wird. Wo ich bin hier. Und werde jetzt als allererstes dahin gehen. Bevor irgendwas anderes geplant wird. Davon abgesehen, dass wir von diesem Berg dafür runter müssen. Das ist da links eine Kirche. Mit einer Träne. Ah, ist eine Kirche. Moment, mein Freund. Who are you? You're tarnished, aren't you? Then, perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Glintstone sorceries at the Academy for a small donation. I'd be happy to share my knowledge. Well, bless you. You're a true... My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only... Schimmersteinkiesel, Schimmersteinbogen, Sternenlicht. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. All right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rhea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active.
making entry to the academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Das ist, das ist genauso, wenn man ganz kurz nur aus der Bahn aussteigt und dann fährt sie weg. Das ist schon traurig. Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the academy. And you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a Bluntstone. Nearly a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the academy. Naja, in dem Moment, wo wir in der Akademie einen Gnadepunkt haben, brauchen wir den Schlüssel ja nicht mehr, ne? Find yourself a Glintstone key. Without one, you can't, and you'll never reach. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the academy. Aber warum? Accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Das bedeutet, vielleicht können wir die jetzt drauf ansprechen.